krabbelt noch irgendwo. Ist die, Alter. Ich mag ja eigentlich schon, aber nicht diese Scheiße da hinten, ey. Oh, Alter, wie hoch schieße ich denn? Oh, voll in die Fresse. Warte mal. Tot. Ich brauch gar nicht so weit hochhalten, ey. Ich bin ja immun gegen den Scheiß. Das sah geil aus, ey. Ah, voll runtergeholt. Sehr geil. Mir gefällt das Spiel. Ich habe mich früher irgendwie aufgeregt, wieso das so schwer ist, aber irgendwie ist es gerade einfach. Vielleicht bin ich auch in so einer Art Noob-Gebiet. Noch zwei Kackpflanzen, ey. Wir schaffen das heute noch. Wir schaffen das noch in der Aufnahme. Oder? 8 Minuten? Kriegen wir das noch hin? Egal, ich nehme einfach weiter auf, solange bis ich denke. Oh, ja, oh, easy. Hallo? Ich glaube nicht, dass hier unten, von da kam ich doch mal. Mal von meinem schlauen Tee trinken, Mensch. Nee, da führt es irgendwo hin, hier. Kann das sein? Hier, so komplett riesen schwarzen Fleck oben links. So, ich glaube, ich laufe mal dahin. Oder? Schon vorbei, Alter. Alter, wie schnell geht das denn? Das ist ja voll die kleine Welt eigentlich. Das wäre ja sonst hier irgendwie gewesen, oder? Was ich gemeint habe. Hier so dachte ich an dieses Ding hier. Aber das ist alles nur Deko. Nur Fake. What the fuck? Egal. Noch 2 Lernworts. Hier, das kenne ich auch schon als die 2 Kackhütten. Hier war ich auch schon nachgeguckt. Ah, jetzt muss ich echt bei den in den ganz besonderen exotischen Verstecken gucken, ey. Am besten alles besteigen, was ich besteigen kann. An Felsen und so ein Kram. Und gucken. Wo noch eine olle Kacknirnwurz ist. Vielleicht da hoch in dieses Konstrukt dort. Vielleicht. Eventuell. Eventuell. Stille Ruine war ich ja schon. Jetzt verschlossen. Hab ich aufgemacht. Ja, okay, cool. Ja, Tee alle. Teesatz. Lecker. Nirnwurz. Irgendwo. Ewigen Ausdauer. Kann man machen. Aber eigentlich ist das scheißegal. Das habe ich schon gelesen. Ich habe eine Mod an, die zeigt, welche Bücher ich schon gelesen habe, welche nicht. Energy, Energy. Hier war ich wohl schon. Okay, tschüssi. Vielleicht kann ich Rest von Nirnwurz irgendwie abkaufen oder so. Keine Ahnung, für irgendjemanden. Wenn jemand sowas hat. So. Ja gut, hier ist so in der Mitte viel Dunkelheit. Das heißt Norden, Süden, Westen, Osten, Südöstlich. Ich muss erstmal alles durchziehen, bis ich weiß, wo das ist. Das ist nämlich diese olle Kackburg hier. Okay. Mal gucken. So. Da muss ich irgendwie hochkommen, nämlich über hier irgendwie. Nicht irgendwie wie sowas wie Nachtsicht irgendwie. Oh, so Doppellicht hier hält besser, ne? Oh Mann. Trippellicht. Triple, Alter. So. Ich glaube, da war ich aber auch schon. Absolutely not sure. Ja, hier war ich schon. Ich erinnere mich. Gab auch eine Schlacht mit diesen ganzen Spacken hier. Eine olle Nirnwurz finde ich hier nicht. Nur interessant, dass das noch nicht entdeckt war hier bei mir jetzt aktuell auf der Karte. Oder spiele ich einen alten Spielstand? Diese komischen leuchtenden Kacksteine hier. Diese Penisse hier überall.
Zip, 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 zip. Ich glaube nicht, dass hier eine Nirnwurz wächst. Er fuhr gerade ein Schmetterling in meinem Fenster vorbei. Ein Schmetterling? Ich meinte eigentlich eine Fledermaus, sorry. So richtig schnell so ein dunkles Kackviech, ey. Alles mit Kacke, ey. Mann, da, ich will doch nur eine Kackwurzel haben. Hier ist doch viel pflanzenmäßig, Alter. Was ist los? Da, guck mal. Yeah. Den letzten finden wir auch noch, Alter. Ey, Scheiß, wo war alles, Digga? Fuck, finde ich noch, ey. Irgendwo hier, Alter. Irgendwo, ey. Ich spür's, ich kann schon riechen. Ich kann es nicht nur hören, ich kann sogar riechen, Alter. Tief in meiner Nasenhöhle, ey. Da zwiebelt es schon. Eine einzige Kackpflanze noch. Hier war ich ja noch nicht so ungefähr. Ich will auch gerne Geräusche für Computerspiele-Charakter machen, ey. Schon geil, macht Spaß. Eine einzige Neonwurz, meine Freunde. Dann haben wir sie. Dann muss ich wahrscheinlich zurücklaufen zum Typen, ihm geben und dann wird er noch was machen. Dann braucht er noch irgendwas. Ich weiß schon, ich kenne schon die Quests von Skyrim. Erstmal dies und das und anderes. Und wenn wir es geschafft haben, dann ist es eh langweilig. So, dann hat man es eh erwartet oder so. Jetzt machen wir hier dann Licht. Einfach mal hier so rumlaufen, komplett an den Gebirgen hier und alles Rambazamba-mäßig versauen. Schnicks, ne? Ne. Aber hier so am Rande des Unspielbaren, ne? Weißt du, einfach mal hier rumlaufen. Einfach mir durch die Gegend rumlaufen, ey. Welche Levelgrenzen entdecken. Mal Licht hier und Kerze wieder anschalten. Hast du mal Feuer, ey? Ja, kann ich den Ladies voll den geilen Zaubertrick machen, ey. Ich kann sogar Licht aus meinen Fingern machen. Ich kann dein Leben erleuchten, mein Mädchen. Ja, ich bin echt gut in Anmachsprüchen, merkt man schon. Ausgebildeter Skyrim-Spieler. Haben wir hier noch was, Alter? Nur noch ein Kackding, Alter. Und ich habe vorhin zwei aufgefressen. Ich hätte lieber einen Spielstand laden sollen und neu suchen sollen, ehrlich. Ja, hier war ich schon. Ja, ja, hier war ich schon. Ja. Aber nicht oft genug, ne? Man kann nicht oft genug an demselben Ort sein. Ich ging schon hallo, ey. Ich stelle mir schon die ganzen Pflanzen hier vor. Oh, oh. Vulkanglasschwert, was ist das? Ein Diamant, kann man nehmen. Kackbahn, schwarzer Seelenstein. Aber Barren. Das. Halt bei Zielen, die keine Untoten, Atronachen oder das kostet Schaden. Ja. Nehmen wir Gold mit und den Barren. Ah. Lichtlein. Zeig mir eine Nirnwurz, please. Eine einzige. Bitte. Gib mir eine Nirnwurz, please. Ich brauche noch eine. Dann ist der Spacko glücklich, für den ich das machen muss. Bitte, er hört meine Gebete. Sag mal, eine Nirnwurz. Eine fucking einzige von hier kann ich doch. Das sieht so eklig aus. Also so. Ich glaube, ich sehe eine. Da hinten. Da, genau wo Mitte von meinem Fadenkreuz ist. Da laufe ich schon. Ich guck mal, ich gucke mir das. Ich kann es nicht genau wirklich als eine Nirnwurz identifizieren. Alter, komme ich doch überhaupt irgendwie hin, ey. Scheiße. Ja, da ist eine Treppe nach oben. Ich schwör, ich krieg das Kaffee. Ich glaube, das ist das einzige letzte hier nur noch. Hier irgendwo. Irgendwo ist sie, glaube ich. Hier irgendwo. Ich schwör's dir. Oh nein, Alter. Was soll das Scheiße? Ich dachte, das wäre die Scheiße. Nirnwurz. Nirnwurz. Noch nix. Blöd. Aber ich laufe mir trotzdem mal hier so entlang. Bäh.
Nee, da komme ich nicht mehr lang. Schade. Jumbo so ganz fies versteckt irgendwie. Puh. Ist sowieso komplett freiwillig, das Video. Also wenn ihr gucken wollt, guckt euch das an. Wenn nicht, dann scheißegal. Das ist eh schon. Wer jetzt bis hierhin geguckt hat, ist eh schon komplett verloren. Bei dem kann man nichts mehr retten. Dann herzlichen Glückwunsch. Gratulation. Kannst eventuell mehr davon erwarten. So diese planlosen Kackaufnahmen. Alter, eine Nirnwurz noch. Scheiße, bin ich blöd, ey, dass ich vorhin den einen weggefressen habe. Guck mal, was ist denn da? Was ist denn da hinten? Da war ich schon. Wieso ist hier ein kompletter Block komplett unentdeckt, ey? Ich raste noch raus. Aber hier ist auch so ein bisschen viel Dunkelheit hier so. Guck mal nach. Mal da hinten. Karte. Ja. Alter, ein einziges Ding noch. Ein Viech, ey. Dann haben wir es. Wie oft ich das schon wahrscheinlich schon gesagt habe jetzt in letzter Zeit. Laufe ich da noch mal hoch. Ach, das ist dort wahrscheinlich. Wo ich noch hingucken wollte, wäre hier gewesen oder war ich da schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da war ich schon. Nee, gar nicht. Scheiß drauf. Ich gehe jetzt dahin. Scheiße. Oh, hoffentlich ist es. Ah, ich bin blöd. Endlich! Fuck you, fuck you, fuck you. Wo ist mein Kackschild, Mann? War ja klar, ne? Nee, es war Bekleidung. Alter, pass auf. Hat ihn mal richtig kabum. Ey, tja, schwierig. Wow, fuck, ich muss echt aufpassen. Kannst du überhaupt schwimmen, Alter? Scheiße. 266. Alter, wo ist meine Heilung? Oh, versau mir den Scheiß nicht. Übrigens hier eine Stärke. Heilung. Wo ist meine Kacke? So, Eisspalter. So, wo ist jetzt mein scheiß ätherisches Schild? 1, 1 und 2. Und Heilung. 4, 5, 3. Habe ich die Fackel? Mach mal weg. Nein, auch. 1, 2. Das ist Bogen der Nachtigall. Warte mal, ich mach mal. Dass der Kackhaufen auch noch schießen kann. Alter, ich werde doch von hier. Alter, Leute! What the fuck? Alter, gerade wo ich das Kackviech finde, ne? Geht hier die Kackpost ab, ey. Mann, doch. Und ich kann hier nicht hoch. Oh, doch. Na? Kommen sie nicht hoch, wa? Ach, ich muss das scheiß. Alter, Leute! Und der schießt auch noch mit Bögen. Natürlich! In der letzten Kacksekunde, ne, finde ich das und dann kommen sie alle hier an, Alter. Oh, fuck. Alter. Ja. Okay, Ich heile ja nicht, ich bin so kackblöd. Alter, leckt mich am Arsch! Ja, mach mal die Gegner in die Ferie, ey. Hier. Alter.
Und der macht ihn fertig, wa? Zieh bloß Leine, ey. Wer schießt hier noch? Leute. Oh, Schissi. Mann, Alter. Das war aber knapp, doch. Letzte Blüte, ey. Oh, hier ist noch eine. Haben wir. Wenn er nur zu auf unserer Sache redet, genau. Ich glaube, das ist die, die in, ne, Dings da, den einen Baum da bewacht. Ich nehme mal noch einen mit. Oh. Alter, ey. Leckerer Arsch, da. Haben wir es jetzt? So, L. Die gute Frau. Oh. Alter, ich will mit der linken Maustaste mich bewegen, aber das ist mit WSAD. Die gute Frau sitzt in Weißenfels, glaube ich. White Run. Weißlauf. Scheißlauf. Wo ist denn das? Weißlauf. Nee. Die ist nicht dort. Hier? Alter, es ist so eine riesen Kacke gerade. Und ich habe auch eine Kartenmod installiert, so dass man hier die Welt besser erkennen kann. Aber finde ich hier nicht. Da bin ich, ey. Ich bin dort irgendwo reingekommen. Diesen markierten Ort, ne? Mach ich weg. So. Oder muss ich, warte. Avrusa Sareti. Wo ist denn die Alte? Hallo? Ey. Ah, hier. Der macht mal zu unserem Dingshof. Nicht. Ist nicht. Oh ne, ich muss rauskommen, ne? Okay, scheiß drauf. Irgendwie finde ich hier einen Weg. Das, irgendwo führt es ja zum Himmelsrand. Was auch immer das jetzt für ein Ach, ich will mir in die falsche Richtung. Scheißegal, ein bisschen Action, ne? Ja, wie bin ich denn da hochgekommen? Das ist einer verraten, ich bin doch irgendwie hochgekommen. Hat mich einer gepusht von hinten. Von hinten? Ah. Hier ist eine Treppe auf jeden Fall. Sehr meine Freunde. Hey, ey. Achso, ja, ja, klar, jetzt sind sie alle wie am Laufband, weißt du, so alle komplett hintereinander, ey. Natürlich. Natürlich. Kann nur. Ja. Hä? Irgendwie konnte ich gerade nicht geradeaus weitergehen. So, haben wir jetzt. Haben wir das. So, hoffentlich führt das zum Himmelsrand, ey. Schkirim. So, von so einem Sarg. L. Oh mein Gott. Also eine Riesenwelt. Die, Alter, wie weit führten die runter, ey? Komplett Untergrund von Skyrim. Egal. Gucken wir uns an, was das hier ist. Am besten speichere ich. Automatisches Speichern. Auf jeden Fall zeigt meine Marke dahin. Hier war ich sogar. LOL. Die Bücher habe ich auch gelesen. Wenn ich jetzt einen Nirgendwo nach dem anderen finde, ne, auf dem Rückweg. Ach, das ist dieser Kack-Globus hier. Genau, den meine ich doch. Den ich vorhin gemeint habe. Das Viech haben wir gefunden und das hat mir irgendwie voll die Welt gezeigt. Und hier mit WLAN haben die hier alles komplett aufgebaut. Krasse Viecher hier. Hier muss ich so ein komisches Lichträtsel machen. Ich muss noch kurz gucken, wie ich jetzt hier rauskomme. Hier. Himmelsrand. Bitte. Nee, ich. Bald. Oh, ich kann es drehen. Bald sind wir da. Jetzt kann ich zu ihr reisen, wo noch das. Da, meine Himmelsrichtung, ne? Blickrichtung. L. Oh. Das war hier. Bitte. Hinreisen. Ich möchte diese Folge damit abschließen. Diese Testaufnahme von 1 Stunde und 11 Minuten. Vielleicht spielen noch ein bisschen mehr. Ein bisschen quatschen mit mir. Oh, ist das schön.
Ich habe irgendwo eine Gefährtin, die sitzt. Ah, sie ist mir gestorben. Oh, fuck. Ah, ich muss mir einen neuen Partner holen. Habt ihr schon entschieden, ob ich jetzt in die gehen kann? Goal. Pferd von Victor, genau, das ist mein Name. Der mir das Malen beibringen kann. Es tut mir leid, Aduri. Aber dieses Jahr nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Klingt sehr komprimiert. Nach der Ernte. Ich weiß nicht. Es ist zu viel zu tun. Ja, ne, die paar Pflänzchen hier, ey. Ja, noch im Jahr danach. Der Hof ist euch einfach viel wichtiger, als ich es euch bin. Also, ein paar Pflanzen, was weinst du hier rum? Aber unsere Erträge schon. Hörst du weinen? Der, die ist ein Freigeist, sie weiß, was sie... Wird es soweit sein. Sie wird Kunstmalerin. Sie wird Kunstwerkerin. So, können wir jetzt reden? So, ich stehe gerade auf deinen Äpfeln, auf deinen... Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich habe aber auf nicht, dem wenn Hof ich dir sage, was ich dabei habe. Also beeilt euch. Was wünscht ihr? Überreste gefunden. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Wenigstens starb der arme Sinderion bei seiner geliebten Feldforschung. Ich habe den alten Dummkopf davor gewarnt, die Dinge zu überstürzen. Trottel. Aber er wollte ja nicht hören. Ja, meine ganzen Nirnwurzeln haben auch Vielleicht mache ich eines Tages dort weiter, wo er aufgehört hat. Mädchen. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Mädchen. Nach allem, was er für mich getan hat. Dafür schuldest du mir was, weil ich für dich jetzt die ganze Scheiße zusammengesammelt habe. Ihr wirkt ziemlich erschöpft. Ich habe die Popo und Nirnwurz für euch. Jede Menge Nirnwurz. So, Ihr habt das. Etliche davon gesammelt, wie ich sehe. Ja, ja. Ich werde Sinderions Notizen durchsehen, um ein paar Hinweise über die purpurne Nirnwurz und ihre Wirkungen zu finden. Nirnwurz, wa? Aber ich... Nichts weiter? Nichts? Ich danke euch. Eine ganze Kackearbeit, ne? Ihr habt der Alchemie einen großen Dienst erwiesen. Ja. Indem ihr geholfen habt, Sinderions Arbeit zu vollenden. Die hat dahin doch irgendwelche Drogen. Ich möchte euch diesen Band geben. Das ist eines der größten Werke Sinderions. Naja, klar. Ich glaube, das habt ihr euch mehr als verdient. Sein Werk wird größer, wenn er die Nirnwurze hier Sinderions Glück hinzugefügt. Und das baue ich hier an, falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Naja, die sieht aber komisch aus. Ich bin die einzige lebende Person, die aus einem Nirnwurzsamen eine voll ausgewachsene Pflanze ziehen kann. Da summt das hier ganz schön, ne? Ich hatte einen sehr guten Mentor. Er hat mir alles beigebracht, Sinderion, was er über die Nirnwurz und ihre seltsamen Wirkungen wusste. Ich habe ihn viele Jahre lang nicht gesehen. Oha. Was wohl aus ihm geworden ist. Er ist tot, hast du vorhin mitbekommen, blöde Kuh. Ja, wie habt ihr euch kennengelernt? Als ich sehr jung war, kam ich nach Skingrad in Cyrodiil, um bei ihm zu studieren. Er war ein seltsamer Altmer. Seine Forschungen waren ihm wichtiger als sein eigenes Wohlergehen. Oh, liebe Güte. Ja, dir geht, er geht's genauso. Er lebte im Keller einer Taverne. Na, warum nicht? Nun, auf meiner Flucht vor dem Vulkanausbruch in Morrowind habe ich mich hierher durchgeschlagen. Morrowind. Meine Familie die hat ein Ende gespoilert, du Kuh, Alter. Ich bin war nicht alles, so weit. Was wir noch hatten. Die hat das Ende Jahre gespoilert. Später tauchte Sinderion plötzlich an unserer Türschwelle auf und bat darum, eine Weile bleiben zu dürfen. Er sagte, er wolle Feldstudien durchführen. Er blieb jahrzehntelang bei uns. Und für Aduri wurde er so etwas wie ein Onkel. Onkel, Onkel. Eines Tages kam er zu mir aufs Feld gerannt, ganz aufgeregt, Mensch. Weil er einen Durchbruch erzielt hatte. Abruzzo, ich wollte wieder auf eine Exkursion gehen. Komm bitte mit er kehrte mir, nie wieder zurück. Den Rest kennt ihr sicher aus dem Tagebuch, das ihr gefunden habt. Hey, sie kann Punkte zusammen, Zusammenhänge erkennen. Ihr seid Früher ein Alchemist. Jetzt fehlt mir dazu leider die Zeit. Vor langer Zeit hatte ich sogar einmal einen Laden in Vivec. Aber als der Rote Berg ausbrach, musste ich alles zurücklassen. Vielleicht eröffne ich irgendwann noch einmal einen Laden hier in Himmelsrand. Dann wird's Drogenhandel, oder was? Ist es so offensichtlich? Na, voll die dicken Falten. Na, ja, ich habe alle Hände voll zu tun. Na, neben der Arbeit auf dem Hof, meiner Nirnwurzzucht... Alter Mädchen, du hast hier nur drei Pflanzen, hör auf zu weinen, Alter. Ja, warum wohl? Wenig Zeit. Du musst mal Prioritäten setzen, Kuh. Ey. Guck mal, das ist doch gar nichts. Ach, Alter. Also, siehst du? Sammel für mich die Sündas. Ne. Das klingt ja schrecklich. Ich brauche kein Glück, sondern Ruhe.
Ja, ey, ich glaube schon, ey. Ehrliches Geld für ehrliche Arbeit. Also, ich war in der Höhle, da kommt er. Ja, genau. Alles klar, leck mich am Arsch. Weißt du was? Zurück an die Arbeit. Fick dich, genau. Fick dich ins Knie. Das? Gar nichts. Guck mal, die hilft dir und du meckerst rum. Guck mal, du hast hier nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kacknirnwurzel. Eine Kartoffelpflanze. Wo ist jetzt die Kacknirnwurz? Wo pflanzt du hier deine Nirn? Ach, da hinten. Voller Klang, Orgasmus hier. Ja, das ist ihre spezielle Rezeptur, wie sie Nirnwurz anpflanzen, einfach in den Brunnen stecken oder was? Das haben die anderen nicht hinbekommen, wie? Muss denn wie. Wow. Es ist so schön, euch wiederzusehen. Wirklich? Hä? LOL. Okay. Ja. Du siehst aus, ich als habe hättest gehört, so dass sie Kopf. Die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Jäger oder so. Boah. Von Rifton ist vielleicht sogar etwas für mich. Ah. Prinzip verstanden. Hühnernest. Wo sind die Kackhühner? Ey! Naja. Gut, wir haben die olle Kacknirnwurzel gefangen, wollte ich schon sagen. Und es ist weg, die Quest. Aber jetzt irgendwie. Wie kann ich denn eigentlich nochmal, Fertigkeit. Weiß ich irgendwo, wo ich, wie viel ich habe? Nee. Gut, so viel dazu. Warte mal. Ja. So viel dazu zu Scrime. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, meine Testprobeaufnahme, meine Rage-Aufnahme von zwei verkackten, völlig neuen Let's Play-Aufnahmen, die ich jetzt auch nie wieder machen werde. Ich werde auch die Spielenamen nicht erwähnen. Doch, Path of Thalamus oder wie dieses Rätselspiel hieß, das habe ich heute noch gespielt und festgestellt, dass es kacke lief. Also für euch wahrscheinlich vorgestern oder zwei Wochen vor, wer weiß. Und davor habe ich noch irgendein Spiel. Ich habe schon komplett den Namen vergessen. Ich weiß nicht, fällt mir immer noch nicht ein. Was ist das denn da? Hey, das bin ich! Ich bin gerade aus meiner Höhle gekommen. Den mache ich noch fertig, Alter. Oh, so ein bisschen Action hier, Alter. Dann für ein Kack. Was ist ein Werwolf oder was? Ein Studen für einer. Oh, ein bisschen hier für Tag. Ein Troll, war ja klar. Au. Bam! Geschlachtet, Alter. Ein Trollfett, toll. Kann man das essen? Essen. Ich hab das Zeug wirklich gegessen. Was haben wir hier so? Fall Kacke. Ja, also. Wenn dieses Kack. Oh, Alter, wie. Nein. Entfernen. Wenn dieses Probetest The Rage Let's bei euch gefallen hat, dann würde ich gerne. Würde ich wohl mehrere machen und die ganzen Quests abklappern. Ich würde dann schon gerne ein, wie ich das gerade betont habe, Elder Scrolls Spiel mal durchspielen. Wie ihr seht, ich war schon relativ viel unterwegs und ich habe auch schon gegen einen komischen Oberdrachen gekämpft und irgendwie Zeitreisen gemacht oder sonst irgendwas komisches. Jedenfalls schon dies und das geschafft, wie man sieht. Daher ist der Einstieg des Let's Plays vielleicht ziemlich spontan und komisch. Naja, das werde ich dann sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, die Aufnahme hat jetzt geklappt. Ich zöge das noch ein bisschen hinaus, indem ich halt die eine Stunde und 20 Minuten ein bisschen auf drei Episoden vielleicht verteile oder so. Mal gucken. Ins drei halbe Stunde Aufnahmen. Also mal gucken. Wenn ihr das schon seht, dann wisst ihr schon, wie viele Episoden das sind oder ne, ob das überhaupt fertig ist. Und das denn hier? Rifton. Da war ich ja schon ganz zu Anfang. Also Kackgegner, also Diebenscheiße, Diebesscheiße da. Kein Bock gehabt auf sowas. Hier könnte ich nochmal hin. Festung Neugard, da war ich noch nicht. Oder? Wenn es invertiert schwarz-weiß ist. Neugrad heißt es. Aus Seeblick. Irgendwo habe ich doch meine eigene Hütte. Ich habe, glaube ich, auch ein eigenes Haus gebaut irgendwo. Oh, wie ging das noch? Entweder sind es hier. Kiefern. Nee, abgeschlossen.
Haus Seeblick, Flusswald. Ich glaube, hier habe ich meine Hütte gebaut. Mal kurz, ich mache mal eine Schnellreise dahin. Versucht das mal rauszufinden. Ich glaube, ja. Wohin soll's gehen? Ja, das ist meine Hütte. Da habe ich die ganzen Spiele aufgebaut, genau. Mein Haus hier irgendwie gebaut. Irgendwo habe ich hier auch so diesen Plan-Scheiß hier. Werkbank. Hier, genau. Benutzen Zeichentisch. Hey! Sonstiges. Nordflügel. Genau. Habe ich die Bude auch überhaupt eingerichtet? Mal kurz gucken, ne? Hallo. Aber ich glaube, ich ende so gerade fast so ein bisschen zur dritten Episode. Wenn ich jetzt halbe Stunden Dinger mache. Ja, das ist meine olle Bude, Alter. All den Kram reingepackt. Ich wollte irgendwie so Waffenständer kaufen oder so irgendwelche Dinger, um meine Waffen irgendwie dort hübsch zu präsentieren. Wer bist du? Der war auch irgendwie nervig, ich erinnere mich. Was? Raya! Ehre sei mit. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Mach deine Huskarl. Bis zum nächsten Mal. So, siehst du also meine Bedienstete hier, genau. Hier muss ich noch alles schick machen. Zimmer, Werkbank. Genau. Hier Vitrine auf niedrigem Tisch. Kann ich nicht machen. Holz und Nägel, ach, Scharnier und Angel. Ah, da muss ich so Kram herstellen, Alter. Oh, wer so richtig so ein Hardcore-Skyrim-Spieler ist, der setzt darauf auch viel Wert und macht die Bude hübsch. Komplett funktional, weißt du. Das alles ist ja auch von mir irgendwie eingerichtet. Ich habe das auch echt eine Weile lang gesuchtet, merke ich jetzt gerade. Und, irgendwann hatte ich keinen Bock mehr gehabt. Ich weiß nicht. Ich glaube, es lag wirklich daran, dass ich zu viele Quests hatte und dann immer... Bah! Ne. Alles schick gemacht hier. Ja, ich habe den Einblick in meine Skyrim-Welt, die ich früher gespielt habe, nur für mich, ohne irgendwelche Gedanken, so YouTube-mäßig oder irgendwas. Ich glaube, zu der Zeit war ich auch komplett YouTube inaktiv. Das ist schon echt ein bisschen länger her. Chicken. Wow, what the fuck? Junge, das ist mein Haus schon. Hast du nicht geklopft oder was? Ey, was ist das für eine Scheiße? Warum wandert hier ein Kackriese durch die Gegend? Fuck you! Digga! Warte mal, den mach ich jetzt weg. Ich mach hier Schaschlik aus dir. Die Schöste, Alter. Hast du schon mal meinen Husten gehört? Oh, Kacke Affe, Alter. Was machst du denn? Alter! Digga, wo kommt der denn her? What the f... Ich kann nicht mal zaubern, ey. Alter, ich schon fast kaputt. Junge! Ich schaff das. Alter. Krawall, ja. Also Nahkampf bei dem ist nützlos. Hab ich schon mal festgestellt. Pfeilobung ist auch absoluter Shit. Also kann ich nicht empfehlen. Ich kann nicht mal rennen. Ich kann nicht mal rennen. Oh. Wieso kann ich nicht rennen? Ah, jetzt. Ich hab die Dings-Taste. Wow. Alter, beruhig deine Eier, Mann. Alter, ich bin gerade aus meinem Haus gekommen. Ich habe den Leuten erklärt, wie es hier geht, Mann. Chill daneben, Junge. Alter, du bist ja nerviger als ein Kackdrache. Willkommen, ey. Der Paus Maul, Alter. Das ist ein Maul, ja? Ja, das ist wirklich schon in meiner Nähe. Das kriegst du Angst. Arsch, er brennt. Ich glaube, das ist mein erster Riese, den ich platt gemacht habe, oder? Kann man jetzt hier das Let's Play beenden? Was hat denn der so alles dabei? Wollte ich schon sagen. Fell, ja toll. Oh, Riesensee. 20 Euro nur, ey. Smaragd, First Fels, Vulkanglasfall. Ja, geil. Ein Stück oder was? Das Ding, was ich ihm wahrscheinlich reingeballert habe. Toll. Toll. Warte mal, einen Helm? Nimm mal mit. Also ja nichts mal dabei mit deinen geilen Nippeln hier, ey. So gebrandet dein Körper, ey. Pervers, ey. Wie siehst du denn aus, Alter? Siehst aus wie Weihnachtsmann, ey. Junge, ey, oh nee. Arschkopf, ey. Hä? Ich schwör.
Wer stört hier meine Ruhe vor meinem Haus? Ich meine, Haus zum Seeblick heißt das hier und nicht Haus zum Kackriesen meschen moschen. Was ist das da? Das ist meine Bude, ich habe nur einen eigenen Garten, geil. Ein bisschen Nirnwurz anpflanzen, ne? Ah. Kann ich das überhaupt? Ich sammle jetzt mal ein paar Kackdinger her. Ich weiß nicht, ob ich Nirnwurz anpflanzen kann, ey. Lauch. Scheiß. Bestimmt, warte mal, ich guck mir das jetzt an. Zutaten. Nirnwurz. So. 3 Stück. Hä? Habe ich der Eule nicht vorhin schon 3 Stück verkauft? Essen? Fallen lassen. Nee, ich muss vielleicht in ein Loch reingucken. Nee. Gibt es irgendwie hier so eine Anpflanz-Tisch? Nee, ne? Ich glaube, das ist so Standardkram, das, was das dort wächst. Oh. Mal gucken, was man machen kann. Okay. Gut, meine Freunde, ich glaube, ich habe genug mit der Aufnahme. Ein bisschen Disteln sammeln hier. Ist das mein Haus? Ich bin gerade total hart verwirrt. Guck mal, Nirnwurz. Ach, leckt mich doch alle am Arsch. Ihr macht dahin, was ihr wollt. Wo ist denn jetzt meine eigene Bude hin? Das ist doch nicht mein Haus, oder bin ich gerade komplett blind? Blöd. Haus zum Seeblick. Ach, Kiefernwacht. Ja, ich bin da runtergerannt wie so ein Blöder, ey, von einem Riesen geflüchtet. Hier ist mein Haus. So, Leute, alles cool. Hier wandert jetzt kein Riese mehr durch. Es sei denn, seine Bros kommen, seine Kumpels kommen und wollen mich kaputt moschen. Das Buch eigentlich. Genau, für euch. Das habe ich eigentlich schon gelesen. Egal. So. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, zuzugucken. Schmelzhütte. Achso. Und ja, ich werde schon wissen, wenn ich mehr davon machen kann, darf, möchte, will, ihr wollt. Und ich würde sagen, man sieht sich dann im nächsten Video. Adios, amigos. Bist du denn?